Ja, also ich heiße Benjamin Wand und ich wollte über Orgelbau erzählen. Warum tue ich das? Erstens mag ich einfach Musikinstrumente, so ganz allgemein. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass das eigentlich ein ganz cooles Nerd-Thema ist, weil es nämlich zwei Sachen verbindet, die, oder es hat so zwei Sachen, die einfach immer bei so Nerd-Sachen dabei sind. Nämlich erstens Sachen zugänglich machen. Also das ist halt ziemlich. Musikinstrumentenbau wird noch ziemlich dolle von Meister auf Schüler weitergegeben und es ist nicht so super doll öffentlich dokumentiert. Und es ist einfach cool, Sachen zu reverse-engineeren. Und die andere Sache ist, dass man ja bei Nerd-Sachen auch immer gerne Sachen sehr abstrus optimiert. Und das ist auf alle Fälle bei Musikinstrumentenbau auch gegeben. Also die sind sehr, die arbeiten sehr präzise, und haben sehr genaue Vorstellungen davon, was sie da eigentlich machen. Ist also sozusagen eigentlich, ist Musikinstrumentenbau insgesamt ein perfektes Nerd-Thema. Ja, alle haben schon mal eine Orgel gesehen, die sieht so aus. Und das, was ihr jetzt seht, ist sozusagen nur die Fassade. Da sind noch viel mehr Orgelpfeifen innen drinne. Man nimmt halt nur ein paar, die man hübsch findet und macht sie vorne dran. Wie so ein Interior Designer Mensch macht es. Und hinter diesem das Ding heißt rückpositiv, also wenn da in der Mitte von der Empore so Orgelpfeifen sind. Dahinter ist der Spieltisch, also sozusagen das User Interface. Aber ich dachte, ich sage erst mal, was es allgemein so hat. Also irgendwo müssen Daten rein, ja? Also man drückt auf Knöpfe und so ein Kram und dann kommt irgendwo Luft. Also eine große Kirchenorgel läuft bei sowas wie 0,1 Bar, aber halt sehr viel Volumen. Deswegen gibt es diese Bälge. Orgelbauer packen tatsächlich auch heute noch Steine auf ihre Bälge, um die zu beschweren. Irgendwie müssen Daten von A nach B. Ja, da haben also sich viele Orgelbauer schon viele Sachen überlegt. Die haben meistens mit mechanischer Übertragung zu tun oder mit pneumatischer Übertragung und jetzt halt natürlich auch elektronisch. Dann haben wir organisierte Luft. Das ist quasi das, was eigentlich passiert überhaupt bei Blasinstrumenten. Die geht zu den Pfeifen und Töne kommen raus. Ja. Wie gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Arten Orgelpfeifen. Die klingen alle ein bisschen unterschiedlich. Und also das sind jetzt gängige Modelle, die freundlicherweise mal jemand gezeichnet hat für die Wikipedia. Und dann ist es so, dass quasi von jeder Sorte Pfeife, die drinne ist, einmal eine Tastatur voll Pfeifen vorhanden sind. Also ganz kleine bis ganz große und die heißen dann irgendwas mit Fuß und das ist die Länge vom tiefsten Ton. Also wenn eine Reihe Orgelpfeifen zum Beispiel 8 Fuß heißt, dann bedeutet das, die längste Pfeife ist halt 8 Fuß lang, 2,40 Meter. Genau, da gibt es, ja, genau. Das könnte man sagen, ist das Cockpit von einer romantischen Orgel. Orgeln waren, also sozusagen, es gibt so eine große Periode in der Barockmusik und eine große Periode in der romantischen Musik. Die haben die Tastaturen, die nennt man bei der Orgel Manual und dann hat es da unten noch eine Fußtastatur, das heißt Pedal. Dann hat es Zeug, um Dynamik einzustellen. Und zwar hier unten gibt es diese Fußtritte. Die kann man, also so ein Hebel kann man so bewegen. Und es gibt auch welche, die kann man rollen. Es gibt es auch hier an der Seite. Und da gibt es Anzeigen dafür, was der Status da jeweils ist. Und dann gibt es diese ganzen Kippschalter. Und das sind die Registerschalter. Die machen sozusagen, ob eine Reihe Orgelpfeifen gerade an ist. Man kann sich das so vorstellen, also angenommen, ihr habt diese Sorten Orgelpfeifen, die kleben dann an einer Tastatur. Also es gibt immer ein Set Orgelpfeifen pro Tastatur. Das ist jetzt nur eine Oktave, aber quasi in jedem Kästchen wäre dann eine Pfeife. Von jeder Sorte eine, in jeder Größe eine. 4,5 Oktaven für eine Tastatur und 2,5 für das Pedal. Und die stehen in so einem Pfeifenstock, also es ist nicht zwangsläufig genau rechteckig, sondern die fräsen da auch mal um die Ecke, wenn es besser hinpasst. Dann, und wenn man halt Pfeifen auswählt, also jetzt sind diese beiden orangenen Reihen, die sind quasi an, und dann drückt man den Ton, dann kommen die jetzt gelb eingezeichneten Pfeifen Luft und es tutet. Ja, so funktioniert das. Okay. Und was jetzt? Also ich mag halt, wie gesagt, Musikinstrumente und ich habe letzten Sommer ein Orgelbaupraktikum gemacht und ich fand es leider schrecklich. Aber
Für mich war ein Resultat, dass ich versuchen wollte, eine Orgel zu bauen mit richtiger Dynamik wie auf einem Klavier. Okay, jetzt bin ich schon eins zu weit, aber das macht nichts. Und zwar so. Das ist jetzt eine Aufnahme, die ich elektronisch klingt nicht toll, aber einfach nur, dass ihr seht, was ich meine mit Dynamik, weil es sind halt nicht nur Musiker immer da. Das muss noch funktionieren. Das ist jetzt sozusagen Klavier. Ja, wenn man verschieden doll drückt, kommen laute und leise Töne. Und wenn man das mit einer Orgel macht, dann klappt das nicht. Es ist egal, wie doll man drückt. Ja? Unschwer zu erkennen. Das ist nun ein altes Ding, zu versuchen, Tasteninstrumenten Dynamik beizubringen. So ist ja auch das Klavier entstanden. Also beim Cembalo hat man sich beschwert, dass es so ein klingt wie 8-Bit-Musik und man wollte aber mehr Auflösung einfach. Genau, und bei der Orgel hat das bis jetzt nicht so richtig doll gut funktioniert. Da gibt es verschiedene Gründe für. Also erstens haben Tasteninstrumente generell einen Schwerpunkt auf Musiktheorie. Also wenn ihr euch eine Band vorstellt, ist tendenziell der Typ am Keyboard der Nerd. Nicht immer, aber es ist so ein Ding. Und dass ein Ton auf einem Tasteninstrument also dass es einfach ein Zustand ist, so ein digitaler Zustand, erkauft Polyphonie. Man kann halt viele Töne gleichzeitig spielen und ganz komplexe Sachen machen mit dem Klavier und das kann man machen, weil halt ein Ton immer ein Ding ist, sonst wäre es krass. Es gibt auch diese Seaboards, wo man so schieben kann mit dem Finger. Ich habe noch keine vernünftige Musik dafür gesehen, zumindest noch keine Polyphone. Ja, also es ist einfach der Klassiker, dass Tasteninstrumente und Musiktheorie sind eng verbunden und halt auch mit Polyphonie. Dann ist es so, bei Orgeln, die sind sehr teuer und sehr konservative Leute geben das Geld. Also Kirchen und so, die haben keinen Bock auf Experimente. Und wenn jetzt so ein Erfinder was baut, der baut einen Prototyp mit drei Tönen und dann macht ein Musiker dü, 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 dü und denkt, was ist das? Was, ich kann nichts anfangen damit. Ja. Und dann ist es auch noch so, dass, also es gibt grundsätzlich zwei Typen von Orgelpfeifen, die auch auf dem Bild waren, Labialpfeifen und Lingualpfeifen. Und das sind halt Labialpfeifen, die sehen aus wie eine Blockflöte und funktionieren auch so. Und die sind begrenzt in ihren Fähigkeiten, Dynamik dazu bieten, weil sich die Tonhöhe ändert. Also so. Hört ihr das? Also es wird ein bisschen höher und tiefer und das ist halt eigentlich was viele Sachen in der Musik schwierig macht. Ja, nicht unmöglich, aber es ist immer ein Nachteil. Genau, es gab halt, wie schon in dem Foto gezeigt, von dem Cockpit bis jetzt also Versuche, Dynamik zu bekommen auf der Orgel. Das erste ist ein Schwellwerk. Und zwar hat es da, also ein Set Orgelpfeifen tut man in eine Schachtel und die haben Türen vorne dran und die kann man auf und zu machen und je nachdem, wie weit die Türen offen sind, desto laut oder leise ist es. Dann in der romantischen Orgel hat man sich was ausgedacht, das heißt Registerschweller. Da werden sozusagen, also kann man nicht nur die Kippschalter einzeln ein- und ausschalten, sondern es gibt auch so Presets, wo man dann machen kann, irgendwie Stufe 1, 2, 3, 4, 5 laut. Und dann geht es von selbst, schaltet sich von selbst die Orgelpfeifen ab und zu, je nachdem, wie laut man das macht. Aber dann hat es immer noch keinen Einfluss, wie doll man drückt auf eine Taste. Ja, sozusagen diese Lautstärkeeinstellung ist immer für ein ganzes Keyboard. Und dann ist es so, dass auch in der romantischen Musik gab es Orgeln, die hatten die Funktion, dass wenn man eine Taste drückt, man drückt sie nur halb runter, dann kriegt die Pfeife nur halb Luft. Das ist schön. Und also ihr habt ja gerade gesehen, mit der Pfeife, es ist ein bisschen schwierig, aber man kann das machen. Das hat ein bisschen den Nachteil, also bei den romantischen Orgeln gehabt, dass wenn man dann die Taste drückt, musste man immer alle Ventile gleichzeitig anheben, die zu jeder Orgelpfeife gehört. Das heißt, wenn man viele Orgelpfeifen auf einmal spielen wollte, musste man sehr dolle drücken mit dem Finger. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig für die Hände von Musikerinnen und Musikern gewesen. Und jetzt kann man das aber schön nachbauen mit Elektronik und man misst einfach, wie tief ist die Taste reingedrückt mit einem Hornsensor und dann bewegt man ein Ventil auf der anderen Seite, so wie das eingegeben wurde.
Dazu gibt es auch diesen tollen Vortrag. Ja, genau. Da wird es sehr ausführlich erklärt, wie diese Firma Heuss das macht, weil es halt Mitarbeiter von denen, die das programmiert haben. Das Problem ist aber, also weshalb ich das nicht als Lösung ansehe, man kann einfach nicht mit halb gedrückten Tasten spielen. Also stellt euch vor, ihr würdet was programmieren und da gäbe es Shortcuts, die würden auf halb runtergedrückten Keys liegen. Das ist nett gemeint, aber deswegen nenne ich das expressives Spiel. Also sozusagen, das ist nicht wirklich Dynamik, aber das ist expressives Spiel. Und ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Das ist cool, aber es ist halt immer noch nicht so richtig Dynamik. Was habe ich bis jetzt gemacht? Also erstens habe ich dieses bin ich dieses Problem mal angegangen, dass Pfeifen diese Eigenschaft haben, dass die Tonhöhe sich ändert, beziehungsweise nicht ich habe das gemacht, sondern vor 25 Jahren hat sich ein Mensch eine Art Orgelpfeifer neu ausgedacht. Da muss ich jetzt mal zu Friekert. So. So wie das. Das ist eine Stimmzunge von der Mundharmonika oder von irgendeinem anderen Harmonika-Instrument. Das funktioniert so, dass halt diese dünne Scheibe Blech auf einer dicken Scheibe festgenietet ist und wenn man jetzt von oben reinpustet, dann gibt es einen Ton. Der klingt ungefähr so. Und das Interessante, was der sich ausgedacht hat, Ernst Zacharias, wie ist der Typ, der sich diesen Mechanismus hat einfallen lassen oder der es rausgekriegt hat, ist, wenn man so ein Teil falsch rum in ein Rohr reinmacht, das dürfte eigentlich nicht funktionieren, funktioniert aber trotzdem. Und das ist jetzt leider eine Pfeife, die spricht ziemlich schnell an, aber ich habe mal selber eine gebaut. Ja. Wie gesagt, die hat halt die schöne Eigenschaft, dass man die Lautstärke ein bisschen ändern kann, ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Man sieht allerdings, wenn man sich das im Spektrogramm anguckt, dass sich die Oberstromstruktur ein bisschen ändert. Also wenn man dolle pustet, gibt es viel Obertöne. Es ist jetzt nicht komplett nebenwirkungsfrei, sozusagen. Aber an sich ist das schon mal ganz cool. Dann habe ich ganz viele Orgelpfeifen 3D gedruckt und ich habe ein paar mitgebracht. Da gibt das wieder zu Freecut. Ha. Das sind jetzt diese. Und was ich gemacht habe, also es gibt sozusagen so Listen von, wie man das macht, wie man die Proportionen macht, wenn man eine verschiedene Größe hat an Orgelpfeifen. Und ich habe jetzt einfach mal einmal so ein Standard-Set gemacht mit verschiedenen dicken Rohren. Der Grund für die Rohre ist logischerweise, Orgelpfeifen sind groß, die passen nicht in den 3D-Drucker. Ich wollte keine Holzarbeiten machen. Blei ist nicht so schön in der Küche. Also Orgelmetall ist ein tolles Material. Aber es ist halt nicht so richtig zugänglich für Privatpersonen und so. Genau, also sozusagen, das sind jetzt Pfeifen, die eigentlich sozusagen zusammengehören sollten, die gemacht sind nach so Standardmaßen. Ah, vielleicht sollten wir mal auf das Spektrogramm nochmal gehen. Das ist auch ganz interessant. Lalalala. Und der Sinn an der Sache soll jetzt sein, quasi, dass dieses Obertonzeug ein bisschen ähnlich ausschaut. Ich würde sagen, das geht. Also, weil andere Pfeifen sehen ziemlich viel anders aus. Das zum Beispiel ist eine Flöte. Sieht man ja. Könntest du das mal stoppen und erklären, was ich da eigentlich sehen sollte? Ja, genau. Also quasi, vielleicht soll ich ein bisschen auf das Ding eingehen. Der untere Ton ist immer der, den du hörst. Also zum Beispiel hier der. Und dann ist es so, dass in so einem Resonator dann halt nicht nur dieser Grundton schwingt, sondern auch immer mehrfache von den Grundtönen. Und je nachdem, was man da für eine Form hat an den Pfeifen, also
wie groß man genau dieses Loch macht im Verhältnis zum Durchmesser und zur Länge. Diese Proportionen, die beeinflussen halt den Klang. Und so gibt es diese verschiedenen Arten von Orgelpfeifen. Wie viel der Obertöne will ich drin haben, war die Frage. Ich soll die Fragen wiederholen. Ich würde voll gerne von normalen Orgelpfeifen solche Aufzeichnungen haben, die habe ich nicht. Diese Dinger einmal zu drucken in verschiedenen Größen, da war das Ziel zu gucken, ob das klappt, wenn ich die sozusagen gleich proportioniere, dass sie dann auch ähnlich klingen. Dass man sagen könnte, okay, das ist ein Register, die gehören alle zusammen. Okay, was aber jetzt bei denen schon mal auffällt, ist, dass die ein bisschen komisch, bisschen komisch ansprechen. Also, das ist immer, wenn ich jetzt puste, sofort, richtig, dann kriege ich den Ton, den ihr auch gesehen habt. Aber wenn ich wenig puste, dann macht es einen komischen Effekt. Ja, das ist toll. Aber hier habt ihr es, hier ganz am Anfang hat man es mal gesehen. Es hat vorher so einen kleinen Schlenker. Genau. Das heißt sozusagen, ich würde die nicht so, wie sie jetzt sind, ein großes Set davon drucken und in so eine Orgel einbauen, von der ich Dynamik erwarten würde, das wäre Käse. Ich gehe jetzt mal auf das File ein. Also, diese FreeCut-Files, die sind auf GitHub und wenn man eins anguckt, dann muss man immer zuerst in dieses Spreadsheet. Das ist ganz toll. Kann man eingeben, wie dick ist mein Rohr, außen und innen und wie breit und hoch will ich den Ausschnitt haben. Und die Blockphase, da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so viel drüber, was der Sinn von der Sache ist. Aber das gibt es in Blockflöten, das ist diese Kante hier. Die kann man an- und ausschalten sozusagen in dem FreeCut-File. Genau, und die sind quasi so eine Art Orgelpfeife. Ich habe die dann immer auf 45 Grad gesliced, also so, mit dem Ziel, dass man innen keine Supportstruktur rauspuppeln muss. Also weil das halt, man versucht halt das Labium immer möglichst glatt hinzukriegen und auch durch dieses Rohr, wo man reinpustet, wenn man da Stützstruktur drin hat, das ist nicht schön rauszubekommen. Genau, also ich habe die immer auf 45 Grad gedruckt. Dann ist mir aber irgendwann eingefallen, dass man ja vielleicht den entscheidenden Teil, der da auf 45 Grad steht, auch einfach mal drehen kann und habe die designt. Ich habe es bis jetzt erst einmal versucht zu drucken. Das hat leider nicht funktioniert. Also da im Hexen, da steht ein 3D-Drucker, aber der ist verstopft. Also es interessiert mich sehr, wie das klingt, ob man das benutzen kann. Ich habe jedenfalls auch schon andere experimentelle Sachen gemacht, wie Traversflöten und komische Dinger, wo man rechts und links ein Rohr reinstecken kann. Also man kann die wildesten Sachen designen in so 3D. Ich verstehe die Frage nicht. Warte mal, da gibt es ein Mikrofon für dich. Die Folge ist, wenn das überhaupt klingt, müsste das mit einem rechten breiten Spektrum klingen, also mit einem sehr verwaschenen Ton, oder? Ich bin gespannt. Also ich hab lustige Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich auch Files mit einem gebogenen Labium. Die finde ich sehr interessant, weil die diesen Effekt mit dem dass die Tonhöhe sich ändert, ist schwächer bei der. Also es ist da, aber es ist nur ganz mini, also viel weniger als bei denen. Ich habe keine Ahnung warum. Und gebogenes Labium ist auch neu. Also ich habe keine Musikinstrumente finden können, die gebogenes Labium haben, weil wenn man das aus Holz bauen würde, das wäre sehr umständlich. Das halt geht halt jetzt mit 3D-Druck. ich bin gespannt, wie die klingt. Ich habe keine Ahnung. Ja, also wirklich überhaupt nicht. Aber wenn es funktioniert, wäre es cool. Das heißt, du bräuchtest dringend einen 3D-Drucker. Ja, wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich das aber.
Falls es jemand sofort drucken kann, klar, gerne. Wäre cool, dann können wir es sozusagen jetzt noch ausprobieren zu Easter Hack. Ja, genau. Was ich hier auch noch geändert habe, ist, dass ich mal das unten gemacht habe für den Fall, dass man da einen Schlauch reinsteckt, weil ich nämlich mir überlegt habe, dass was ich jetzt mal als nächstes, so als nächsten kleinen Schritt machen würde, ist ein kleines Instrument mit einer pneumatischen Steuerung zu bauen, mit eigentlich wahrscheinlich keiner oder nur fast keiner Elektronik drinne, einfach um die Pfeifen besser testen zu können an einem Tasteninstrument. Weil jetzt kann ich mir nur reinpusten, aber es ist ein bisschen, wäre cooler, wenn man es auch als Tasteninstrument spielen könnte. So, jetzt, wo sind meine Slides? So, das ist jetzt nochmal ein Bild von der Pfeife, die ich gespielt habe. Einfach, dass ihr euch das vorstellen könnt. Bis jetzt habe ich es einfach mit Klebeband festgeklebt. Das ist ein anderer Ordner auch auf GitHub, diese Orgelpfeife mit den gewendeten, durchschlagenden Zungen. Eine Sache, die ich mir besonders interessant vorstelle, mit diesen Pfeifen zu machen, sind Shepard-Töne. Das ist so, dass man quasi, angenommen, die roten sind zum Beispiel alle Fs, man würde alle Fs in verschiedenen Oktaven gleichzeitig spielen und die in der Mitte, die Mittellauten sozusagen lauter als die außen. Das ist ein beliebtes Spielzeug in der Filmmusik, da kann man lustige psychoakustische Tricks mitmachen. und das wäre halt jetzt das erste Mal, dass man Shepard-Töne spielen könnte auf einem akustischen Instrument. Da gäbe es jetzt entweder die Möglichkeit, man baut einfach ein Register Shepard-Töne, was insofern auch plausibel ist, als dass man halt da mehr so 8 Oktaven braucht, also mehr als normale Orgel hat. Oder aber man macht es mit diesem proportionalen Luftzug, mit der proportionalen Luftzufuhr, dass quasi die Pfeifen, die Shepard-Töne spielen können, auch normal angesteuert werden können als normale Töne zum Spielen. Überlegungen zu Tastaturdynamik. Ich habe ja schon gesagt, dass diese romantischen Orgeln und auch was man jetzt als Elektronik nachbaut, misst, wie tief man die Taste reindrückt. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann. Also wenn man ein E-Piano baut, was ein Klavier nachbauen möchte, dann misst man tendenziell die Geschwindigkeit, mit der eine Taste gedrückt wird. Das wäre also eine andere Art, Input zu machen. Und ein dritter Weg ist der Druck auf die Taste. Das ist das, wenn man jetzt ein Keyboard kauft mit Polyphonic Aftertouch. Das ist das, was man da hat. Das misst, wie doll man drückt auf die Tasten. Und ich fände es langfristig am schönsten, den Druck zu nehmen als Input-Vektor, weil man da die Lautstärke verändern kann, wenn man den Ton schon gedrückt hat. Anders als wenn man die Geschwindigkeit misst. Und andererseits man nicht diesen Effekt hat, dass man mit halb gedrückten Tasten nicht spielen kann. Das ist dann trotzdem ein neues Instrument. Also ich gehe davon aus, dass ein Pianist vielleicht 2-3 Monate braucht, um sich daran zu gewöhnen, an diese andere Art, dass der Druck auch gemessen wird. Aber es gibt, also die meisten Pianisten können nicht Klavichord spielen. Also beim Klavichord wird der Druck auch gemessen und der ändert die Tonhöhe. Das klingt dann meistens scheiße, wenn man das macht. Aber es gibt auch Pianisten, die können das schon. Von daher, man kann das lernen. Wie auch immer. Was ich brauche und eine Stelle, bei der ich wirklich jetzt überhaupt nicht weiterkomme und ich hoffe auf ein Wunder in Form einer Person, ist der Aktor. Weil man halt normalerweise, also wenn man jetzt so eine Orgel mit so einer elektronischen Steuerung bauen würde, dann würde der Aktor so ausschauen, da hat man halt 2 Magneten und in der Mitte dieses Teil hier, das kann sich rauf und runter bewegen, dann proportional dazu, wie tief man die Taste eindrückt. Das Problem ist, das ist ziemlich teuer und ich würde gerne für jede Pfeife ein so ein Ding einzeln machen. Also ich würde gerne die Matrix loswerden und das wäre, also es wäre für mich super cool, auch wenn man jetzt versucht, Shepard-Töne zu machen zum Beispiel, wenn jede Pfeife seinen eigenen Aktor bekommt. Das ist was, wo ich einfach gerade nicht weiterkomme, weshalb ich jetzt auch eher erstmal ein kleines Instrument mit einer pneumatischen Steuerung bauen würde, weil das halt technisch einfacher umzusetzen ist für mich. Und falls noch irgendjemand Ahnung hat von Strömungssimulationen, das wäre cool rauszukriegen, warum diese Pfeifen mit dem gebogenen Labium die Tonhöhe nicht so arg ändert wie die andere. Ja, also ich habe keine Ahnung. Das wäre auf alle Fälle cool. Und also ich habe das mit dem Aktor schon vielen Leuten erzählt. Und dann sagen sie immer, dann nimm doch ein Servo. Aber Servo geht nicht, weil entweder ist es zu langsam
oder es ist zu laut. Also ihr habt ja bestimmt alle auf YouTube schon mal so von Steppomotoren gespieltes Super Mario-Thema angeguckt oder irgend sowas. Die sind wirklich laut oder sie sind zu teuer. Also es gibt auch leise Servos, aber irgendwo in diesem Dreieck, dann wird es nicht, das wird nicht besser. Pneumatik, selbes Problem, ist auch teuer. Frage, was macht der Aktor? Der Aktor macht, dass sich ein Ding bewegt zwischen zwei, also weiß ich nicht, 2 Zentimeter vor und zurück, aber nicht nur vor und zurück, sondern dazwischen auch. Und ich würde sagen, das ist hier Analogillusion, klappt ab 20 Schritten ungefähr. Nochmal Nachfrage dazu, im Prinzip brauchst du ein Proportionalventil. Richtig, ich brauche ein Proportionalventil im Prinzip, genau, ja. Wie gesagt, also jetzt im Moment plane ich eher mal ein kleines Instrument mit pneumatischer Steuerung, um weiter an meinen Orgelpfeifen rumzuarbeiten. Der ganze Plunder ist auf GitHub, falls es euch interessiert. Und ich freue mich über andere Leute, die auch Musikinstrumente bauen. Ja, gibt es noch mehr Fragen? Es gibt diese Mikrofone übrigens, da kann man reinreden, dann sind sie auch auf dem Stream, die Fragen. Das wäre cool. Da gibt es eine. Oh, Sophie, kommst du? Hi, ich bin Max, ich spiele Orgel. Und Hallo Martin. Und arbeite an einer Uni, die eine elektrische Messtechnik hat. Oh. Und wir machen eine Lehrveranstaltung, also ich stehe da bisher nur auf dem Papier drauf, für die Kulturwissenschaftler, wie nennt sich das denn? Digitale Klangsynthese. Und da gibt es auch ein paar Messgeräte und die Uni hat eine Orgel. Du hast vorhin gesagt, du möchtest mal ein paar Register oder Pfeifen akustisch einmessen. Möglicherweise kann man dir helfen. Wir sollten reden. Ah ja, das klingt sehr gut. Ja, sollten wir machen. Also ich bin, also die Files heißen bis jetzt alle null irgendwas und das ist ziemlich unschlüssig, wie ich das gemacht habe, und ich dachte, ich gehe auf 1, wenn ich mir überlegt habe, wie ich das mache mit einem Pfeifenstock. Also diese tralalala. Geht zur richtigen Seite? Nein, noch das. Das, was da rechts drauf ist, ja. Sozusagen normale Orgelpfeifen, die haben da eine bestimmte Größe. Dann passen die da rein, die kann man tauschen. Und da habe ich mir bis jetzt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil ich halt immer meinen Mund reingepustet habe. Und ich dachte, ich nenne die Dinger 1 irgendwas, wenn ich mal beschlossen habe, wie die Unterseite aussehen soll. Das ist quasi so das Interface nach außen. Genau, das müsste ich dafür machen, damit ich sozusagen eine 3D-gedruckte Pfeife in den Pfeifenstock stellen kann, richtig? Weißt du auch nicht. Oh, das wäre auch cool. Einfach so zum, weil das schlecht dokumentiert ist, finde ich, bis jetzt. Oder ich finde selten so eine Spektrogramme und so. Ich habe Zugriff auf Orgel, ich kann sie benutzen. Möglicherweise cool, ja, dann quatschen wir einfach nachher mal. Ich freue mich. Da, eine nächste Frage. Ja, es gibt in Stuttgart am Fraunhofer. Ein Fraunhofer-Institut mit der Forschung. Okay, die kennst du ja. Ich hab versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, da kam nichts mehr raus. Okay, das ist schade, weil ich weiß zufällig, dass die zum Beispiel auch so ein Tool haben, was so parametrisches Design von Orgelpfeifen tatsächlich ermöglicht, wo man so auswählen kann, ich will den Oberton so laut und. Ne, also die auch wirklich Strömungssimulationen und sowas alles machen. Ich weiß halt leider nicht, wie gern die das so an Leute einfach so rausgeben, aber die haben da auf jeden Fall coole Sachen. Ja, das habe ich auch rausgekriegt, aber wie gesagt, bis jetzt wollten die nicht mit mir reden. Gut. Da ist eine Frage 2 neben dir. Ich kann noch Kontakt herstellen. Mein Cousin ist Orgelbaumeister, der tatsächlich eher aus der Schiene kommt, Restauration und Neubau von klassischen Pfeifenorgeln. Aber ich denke, da wäre auf jeden Fall auch denkbar, dass man da mal versucht, einen Kontakt herzustellen oder mal die Werkstatt besuchen oder sowas. Das sollte eigentlich unproblematisch sein. Wo ist denn das? Siegen. Okay. Also ich habe, wie gesagt, ein Praktikum gemacht bei einem Orgelbauer. Das fand ich nicht erfreulich. Das war bestimmt nicht mein Cousin. Ja, ja. Aber klar, also ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass meine 3D-gedruckten Orgelpfeifen so super toll sind, ja? Das ist auch einfach nur jetzt ein Spielzeug, wo ich ein bisschen mit prototypen kann und wo ich halt auch Sachen ausprobieren kann, wie gebogenes Labium, was jetzt ziemlich viel Aufwand wäre, in Holz herzustellen, und in Metall würde es gehen, aber es müsste halt jemand Geld dafür geben im Prinzip, ja?
Also ich weiß jetzt nicht, was genau Metallorgelpfeifen kosten, aber auf alle Fälle mehr als das. So, also ja, ich sag mal so, bei Restaurationen fallen schon mal Register an, die dann hinterher nicht mehr so dringend gebraucht werden. Ja, cool. Ja, gerne. Gibt es noch mehr Fragen? Ihr könnt die auch alle ausprobieren. Also hier das zum Beispiel, wie diese, wo man es in der Mitte reinsteckt. Oder stellst du erstmal deine Frage? Welche Größe möchtest du mit dem dynamischen Ventil steuern? Den Druck oder das Volumen, die Menge, den Durchfluss? Der Druck ist ja den Durchfluss. Der Druck ist sozusagen gleich, immer für ein Register. Man kann auch machen, dass verschiedene Register verschieden viel Druck kriegen, aber an sich ist das so gedacht, dass es sozusagen so einen gewissen Druck gibt pro Register. Und dann bewegt man den Aktor rechts, links, also halt hin und her, damit ein Ventil auf und zu gehen kann. Genau. Genau, das also einfach, weil es wirklich ein bisschen lustig und beknackt ist. Also es hat sich herausgestellt, man muss, also bei so einer Blockflötenpfeife, das schaut ja aus wie eine Blockflöte, okay? Und bei einer Blockflöte ist da unten der Block drin, deswegen heißt das Ding so. Hier ist aber nichts drin. Und also ich fand es einfach lustig, dass das geht, ja, und habe mir dann gedacht, okay, also das Labium muss anscheinend nicht ganz am Ende von der Pfeife, also sozusagen sein, das ist nicht nötig. Und dann habe ich einfach mal eine gemacht, wo man halt rechts und links eine Pfeife reinstecken kann. Und ich werde aber nicht schlau aus der Tonhöhe, die da rauskommt. Also. Also lustig, aber ja. Keine Ahnung. Was? Okay. Ja, das ist ziemlich plausibel, ne? Aber warum ist es so hoch? Also ist jetzt nicht, also die Länge der Pfeife steht, es passt nicht zu dem Ton, zu der Tonhöhe. Ja, also ist, ja. Was mache ich, wenn ich was abdecke? Oh, ja, probieren wir mal. Es gibt auch, also es gibt verschiedene Arten, Orgelpfeifen zu stimmen. Das ist eine davon. Also, dass oben halt so ein Blechding dran ist, was man draufbiegen und wegbiegen kann. Ich habe auch versucht, Sachen zu 3D-drucken zum Stimmen von Orgelpfeifen und das ist aber alles Unfug gewesen. Das Einzige, was funktioniert hat, ist halt ein Rohr draufzustecken oder einen Deckel draufzustecken, wenn man eine gedachte Pfeife haben will und das rauf und runter zu schieben. Also Sachen mit Klappen, das mit 3D-Drucken, das wird nicht ordentlich. Das ist komisch. Da hinten ist eine Frage. Was? Okay, nochmal mit Mikro. Wenn du dann Finger drauf machst, baust du ja eine halbgedackte Pfeife. Das heißt, das Rohr wird länger. Ja. Dass es tiefer wird, macht Sinn. Was jetzt genau macht Sinn? Das? Nee, das? Aber warum ist es eine Quinte? Also, das bei einer gedachten Pfeife müsste es eine Oktave sein. Sie sind ja unterschiedlich lang. Ja, sollen wir mal gucken, was passiert? Habe ich zwei gleich lange? Ja, wenn ich das nehme und das draufstecke, so.
So, jetzt gleich lang, ja. Die will überblasen, die passt nicht. Also sozusagen den Grund, ich krieg den Grundton nicht. Das ist ein Das passiert tendenziell, wenn ein Rohr zu dünn ist im Verhältnis zur Länge. Also wenn man sozusagen wenn man Oberton reicheren Klang haben will, macht man das Rohr dünner. Aber wenn man es übertreibt, dann kommt der Grundton nicht mehr. Ja, genau. Na klar, Blechblasinstrumente, ja. Genau. Ja. Gut, weiß nicht, dann nicht. Also ich kann nur begrenzt empfehlen, da reinzupusten, weil ich war sehr erkältet letzte Woche. Aber ansonsten seid ihr grundsätzlich eingeladen, die alle mal auszuprobieren. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Wie gesagt, Traversflöten habe ich auch mal gemacht. Also ja, einfach, ich wollte es mal ausprobieren. Kommt auch ein Ton raus. Cool, danke.